Das Starren dieses Mannes in die niederstürzenden Wasser war gleichsam ein Starren in die Unbegreiflichkeit seines Lebens. Zu erzählen, was seine Zukunft ist, würde nichts erklären. Um sein Schicksal zu erhellen, müssen wir vielmehr den Weg betrachten, der ihn hierher zu den Wasserfällen von Slunje geführt hat. Die beiden Herren werden, da sie wie Brüder wirken, allgemein die Clayton Brothers genannt. In Wirklichkeit sind sie Vater und Sohn, Robert und Donald Clayton, die Besitzer einer Landmaschinenfabrik. Das Hauptwerk von Clayton und Powers befindet sich in England. Die Wiener Niederlassung aber wird seit 15 Jahren von Robert Clayton geleitet. Seit 5 Jahren steht ihm sein Sohn Donald als Chefingenieur zur Seite. Dieser Mann, der hier so freundlich begrüßt wird, ist der langjährige Kanzleivorstand des Werkes. Sein Name ist Josef Kwostik. Der Gymnasiast Zdenko von Klamtatsch und die Fabrikherren begegnen einander seit einem Jahr in diesem Kaffeehaus. Vor einigen Monaten hat der Jüngling plötzlich Augen für die elegante Erscheinung der Clayton Brothers bekommen. Er nannte sie bei sich die Engländer, wiewohl er keineswegs wusste, dass sie in der Tat solche sind. Sie wirkten auf den Schüler in revolutionierender Weise verändernd. Von einem Tag auf den anderen bemühte er sich, es den Engländern in Gepflegtheit und Haltung gleichzutun. Diese neue Verfassung sollte auch in der Schule erstaunliche Folgen haben. Na, was sagst du? Ganz ordentlich. Was sagt er? Ganz ordentlich, sagt er. Das ist fantastisch. Eine Ansicht, der man beipflichten muss. Meinem Kopf entsprungen. Wir werden sie Blowing John nennen. Puh. Wofür 6 Männer gut eine Stunde brauchen, das macht sie in 10 Minuten. Wird sich gut verkaufen lassen. Ach, das Geld ist doch nur der halbe Spaß. Die andere Hälfte ist die Wissenschaft, die Physik. Physik macht fröhlich. Ja, Physik hat eine heitere Klarheit. Ursache und Wirkung ist eine feste Klammer des Lebens. Darauf kann man stehen. Heute und morgen. Wie war es denn auf der Finanzprokuratur? Sie sehen aus, als hätten Sie was Schönes erlebt. Meine Herren, Sie notieren das. Zunächst wollte der Hofrat nichts von einer Steuerbefreiung für die Einfuhr von englischen Stanzmaschinen und Drehbänken wissen. Das ist ein Beruf. Da habe ich ihm erzählt, dass man in Budapest ausländische Investoren steuerlich sehr freundlich empfängt. Daraufhin ist dann einmal die Zollschranke gefallen. Ich will keine Zollbefreiung, ich will eine Senkung der Bemessungsgrundlage. Das wurde ihm ausgerichtet. Gleichzeitig habe ich angedeutet, dass wir vielleicht doch eine ungarische Niederlassung in Erwägung ziehen könnten. Das hat sie ja geholfen. Man wird die englischen Maschinen zu 70% als Investitionen anerkennen. Cheers! Das ist aber noch nicht das Ende der guten Nachrichten. Unser Mann in Agram hat bereits 75 Exemplare der neuen Maisentkörnungsmaschine verkauft. Mit diesem Woschnack haben Sie wirklich einen guten Mann an Land gezogen. Ein Mann ist nur ein Mann. Aber Ihre Erfindung ist das Große. Wir werden damit den ganzen Balkan beliefern. Maybe, old Pepe, anyhow, we are a winning team. B.
Bei der Familie von Klamtatsch sind die Gräfin Argoletti und Fräulein Ingenieur Bachler zum Tee angesagt. Hatten Sie eine angenehme Reise? Ach, ich weiß nicht. Wenn man bemerkt, dass die kaputten Fensterläden eines bestimmten Hauses an der Bahnstrecke noch immer nicht repariert sind, dann ist man die Route wohl um einiges zu oft gefahren. Frau Gräfin will uns damit sagen, dass sie einen neuen Liebhaber braucht. Monika. So frivol ist eine Frau erst nach langjähriger Ehe. Ich werde schon noch heiraten. Sie hat ja recht. Aber mir bieten sich immer nur verheiratete Liebhaber an. Die sind noch langweiliger als Ehemänner. Servus, Denk. Gute Monika. Darf ich Ihnen unseren Sohn vorstellen? Stenko. Gräfin Argoletti aus Zürich. Ich denke, Sie sind sicher schon ein guter Reiter. Ich bemühe mich. Darf ich auf mein Zimmer gehen? Wenn ich nicht seine Tante wäre, könnte man bei so viel Schüchternheit glattweiche Knie bekommen. Sie denn aus? Ja, wenn man sie zum Gönner hat, gibt's halt eine Morgenröcke und Hermelinpilze erst im nächsten Leben. Wie viel? Was für eine romantische Frage. Finden Sie nicht auch, dass sich in letzter Zeit die Geschäftszusammenbrüche häufen? Aber gegründet wird noch wesentlich mehr. Und in Zeiten guter Konjunktur schicken sich auch die Glücksritter an, die Pferde zu satteln. Ja, die Exportwirtschaft nimmt immer mehr zu. Neulich sagt mir ein Sektionsrat im Handelsministerium, sie kommen gar nicht mehr nach mit dem Etablieren neuer Handelsmissionen im Ausland. Das ist der Aufschwung. So etwas war noch nie da. Denken Sie nur an den Zuzug aus Böhmen, aus Galizien, aus allen slawischen Kronländern. Ja, mein Sohn und ich. Wir sind auch so etwas wie Einwanderer. Ich selbst bin das beste Beispiel für das, was sich im Land verändert hat. Mein Vater hat seine Familie noch mühsam als Kellner über Wasser gehalten. Mich auf die Handelsschule zu schicken, hat man sich vom Mund abgespart. Und heute lebe ich in einer herrschaftlichen Wohnung. Sogar meine Hausmeisterin achtet mich. Weil sie gut aufgelegt ist, nennt sie mich ja Direktor. Aber wozu das alles? Um ein Spaziergänger zu sein. Um seinen eigenen Gedanken nachhängen zu können, ist doch der einzig würdige Zweck aller materiellen Verbesserung, in Ruhe und sorgsam dem Leben nachzusinnen. Allein zu sein ist eine Kunst. Irgendwann muss sie jeder erlernen. Manch einer fängt eben schon früh damit an. Ja. Er wird so konzentriert. Ihr Sohn. Das kommt allerdings nicht von ungefähr. Er hat sich eine Art Selbsterziehungsprogramm auferlegt. Pinsel müssen pünktlich erledigt. Und die äußere Erscheinung hat absolut korrekt zu sein. Schulsorgen und mangelhafte Toilette hält er für unehrenhaft und unelegant. Das Wichtigste ist allerdings, dass er
irgendwie handlicher geworden ist. Seine Renitenz ist gänzlich verschwunden. Und auf dem Gymnasium? Wie ausgewechselt. Stenko war schrecklich faul. Und jetzt rangiert er unter den ersten drei der Klasse. Sparsamkeit trage ich keine Dessous. Auf die Dauer sind Ihre Ansprüche für meine Bedürfnisse etwas zu hoch. Unser Herr Kwostik wird sich mit Ihnen zwecks Kontraktbeendigung in Verbindung setzen. Ich bin Ihnen zu teuer. Wenn Sie so wollen. Wissen Sie, dass Sie eine ganz kalte Hundeschnauze sind? Sie hätten wenigstens an mein Verständnis appellieren können, dass Ihnen die große Liebe, dass Sie sich unsterblich verliebt haben. Adieu. Auf Wiedersehen. Ach ja? Meinen Glückwunsch. Ich muss ja gratulieren. Wir haben der Frau Gräfin von deinem Wandel und dem Erfolg in der Schule erzählt. Wie kann man sich nur so verändern? Der Spaß der Professoren, von ihnen abgekanzelt zu werden, wird einem irgendwann lästig. Ach so, im Grunde ein Snobismus. Aber jedenfalls ein sehr erfreulicher. Dann wird die Matura ja für sie eine Kleinigkeit sein. Wahrscheinlich. Umso besser. Dann können Sie ja der Reifeprüfung, die später auf Sie zukommen wird, mit gestärktem Rückgrat entgegengehen. Ich gehe jetzt nach Hause und mache mir noch eine Kleinigkeit. Sie können kochen? Ölsardine muss man nicht kochen. In der Villa ist es jetzt doch recht leer. Obwohl alles an Harriet erinnert. Nach ihrem Tode ist man doch etwas einsam. Ja, Mrs. Harriet. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie uns auf der Raxima vorangestürmt ist. Na, nicht nur, dass sie mir fehlt. Man ist selber nicht mehr ganz da. Als ob man halbiert wäre. Wenn wir einen Menschen verlieren, dann fehlt uns immer die Art, wie wir uns zu ihm verhalten haben. Mit dem anderen ist auch ein Teil unserer eigenen Lebensart gestorben. Ich hätte Harriet nicht nach Wien verpflanzen sollen. Vielleicht hätte sie in England zu Hause länger leben können. Wissen Sie was? Ich pfeife auf die Ölsardine und wir gehen zusammen in den Kärntnerhof. Oh yes! Das machen wir! Hallo, Mr. Donald. Ein schöner Ausritt. Seit ich beim Reiten nicht mehr hinter meiner Mutter herjagen kann, macht es eigentlich keinen Spaß mehr. Hm. Wissen Sie, im Wald, mitten im Wald habe ich mich plötzlich gefragt, was tue ich hier? Was sagen Sie? In 2 Wochen müssen wir 14 komplette Maschinensätze nach Istanbul liefern. Der Vertrag mit dem türkischen Tabakkonsortium ist perfekt. In 2 Wochen? That's fantastic!
Für diese Lieferung in die Türkei, da werden wir uns aber ganz schön in Bewegung setzen müssen. Das nehmen wir dir schon ab. Herr Quastik und ich, du findest die Arbeit und wir verrichten sie. Naja, ich glaube, das Verkaufen der Arbeit ist viel schwieriger, als sie zu erfinden. Und daher, um das kurz zu machen, Herr Quastik. Ach was, Old Pepi, ab heute sind Sie unser Prokurist. De facto sind Sie das ohnehin. Damit sich aber etwas ändert, legen wir auf Ihr Gehalt 7% Bilanzdividende drauf. Shake hands. Drink. Cheers. Ich danke, Mr. Clayton. Die 7% waren meine Idee. That's right. Übrigens, ich werde das Reiten aufgeben. Es macht keinen Spaß mehr. Der kommt vielleicht wieder. Warten Sie es ab. Oder wollen Sie das Pferd verkaufen? Nein, nein. Jetzt, wo wir alle bis zum Hals in Arbeit stecken, ist es doch schön, einen Hausgenossen zu haben, der gar nichts tut. Du bist aber gut aufgelegt. Was ist in dich gefahren? Was soll ich sagen? Gelegentlich stimmt eben alles. Vater, Old Pepe, a growing business. Mehr brauche ich eigentlich nicht. In jeder ordentlichen Firma gibt es bei Beendigung des Dienstverhältnisses eine anständige Abfindung. Sie sind nicht verheiratet, nicht wahr? Nein, ich halte mich lieber für einen günstigen Augenblick frei. Herr Quastik sagte sich, man wird nicht alle Tage zum Prokuristen ernannt. Warum sollte er sich nicht einen Ausflug auf die abgekehrte Seite des Lebens gönnen, wie er es bei sich nannte, wenn er Dienste in Anspruch nahm, wie sie von seinem schönen Gegenüber angeboten wurden? Aber eine Bitte hätte ich noch. Gehen wir zu mir. Das kostet aber entsprechend. Es wird mir eine entsprechende Ehre sein. Herr Quastik fragte sich, warum er nie ans Heiraten gedacht hat. Er war wohl zu beschäftigt, sich aus dem Sumpf der erniedrigenden Verhältnisse herauszuarbeiten, in die er hineingeboren war. Doch die Antwort deckte nur die Oberfläche zu. Der tiefere Grund war doch der, dass er ein Diener war, der, um seine innere Freiheit zu bewahren, sich äußerlich mit ganzer Kraft dem Wohl einer Herrschaft widmete. Ich sehe, du bist auf dem Weg zu Kommerzienrat Golwitzer. Aren't you coming with me? Auf mich kann der alte Schurke gewiss verzichten. Dann könnte mich ja Herr Quastik. Haben Sie keine Lust? No, hat er nicht. Es wäre ganz gut, wenn du dich mal auf eigene Faust unter die Leute mischt. Hm? Be a good boy. Donald Clayton, der junge Chef von Clayton und Powers. Sehr angenehm. Mr. Clayton. Meine Nichte, glaube ich, kennen Sie ja. Fräulein Golwitze? Golwitze ist passé. Sie sind leider zu spät gekommen. Margot hat vor 14 Tagen nach Budapest geheiratet. Man ist jetzt Madame Putnik. Dann erlauben Sie nachträglich meine Glückwünsche. Was ist denn da wieder los? Laden Sie sich nie Leute vom Theater ein und vom Burgtheater schon gar nicht. Sie leben in Wien? Sind alle Mitglieder Ihrer Familie von solcher Größe? Ich mag große Männer. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zu ihnen aufzublicken. Entschuldigen Sie, mein Herr. Mein Mann, Laszlo Putnik. Darf ich Ihnen die Damen entführen? Ich möchte Sie einer Bekannten vorstellen.
Weininger schreibt in Geschlecht und Charakter, dass es beim Weib grundsätzlich zwei Veranlagungen gibt. Die zur Mutter oder zur Dirne. Mutter und Geliebte. Nein, diese populäre Wunschvorstellung hat damit nichts zu tun. Mutter oder Dirne, das sind zwei Welten. Die Mutter will nichts als das Kind. Der Mann ist ihr dabei gleichgültig. Die Dirne aber will nichts als den sexuellen Genuss. Der Mann ist ihr ebenfalls gleichgültig. Also nach Freud muss das ganz anders gesehen werden. Für ihn ist die Prostitution eine Neurose. Die Frau hat in der Kindheit eine sexuelle Zurücksetzung durch den Vater erlebt, da er die Mutter der Tochter vorgezogen hat. Verzeihen Sie, aber das ist blühender Unsinn. Was machen denn Sie da ganz allein? Sie sind doch sicher ein Ingenieur. Kennen Sie das Fräulein Bachle? Ich hatte leider noch nicht. Wissen Sie, dass sie ebenfalls ein Ingenieurstudium absolviert hat? Oh, that is, yeah, wirklich astonishing. Was glauben Sie, wie oft ich diese Verblüffung schon erlebt habe? Ich bitte für meine Einfalt um Vergebung. Sie wollen doch nicht damit sagen, Sie sind am Land aufgewachsen? Ja, doch. Gewissermaßen. Aber wie ein Bauer sehen Sie nicht gerade aus. Wo Sie doch beide den gleichen Beruf haben, haben Sie sicher einiges miteinander auszutauschen. Donald befand sich in verwirrender Zwiespältigkeit. Ohne seinen Vater kam er sich wie ein Garten vor, dessen Umzäunung eingebrochen war. Von diesem Weininger und Freud-Gerede spürte er einen Ton in sich nachklingen, der ihn an die Unheimlichkeit erinnerte, die er als Kind bei bestimmten Märchen empfunden hat. Über diesem fahlen Ton aber lag die Stimme seines Vaters, dem gleichsam befohlen hatte, sich auf eigene Faust unter die Leute zu mischen. Ich habe schon als Kind lieber mit dem Baukasten gespielt. Mit Puppen habe ich nichts anzufangen gewusst. Mein Vater war Zahnarzt. Er ist jetzt im Ruhestand. All die Geräte und Maschinen in seinem Labor haben mich von früh an fasziniert. Donald kam sich einerseits angegriffen und entblößt vor. Andererseits war ihm, als würde ihn das Gesprudel dieses erstaunlichen Fräuleins befeuchten. In dieser aufquellenden Bedrückung aber, er nahm es nicht ungern zur Kenntnis, steckte Monika schon wie ein Pfeil, der durch seine zerstreut offenstehenden Türen hereingeflogen war. Ich richte gerade am Graben die Niederlassung eines Schweizer Verlags ein. Storchi und Uhl, ein Fachverlag für Ingenieurwissenschaften. Ja, kenne ich. Die Publikationen sind so gut wie unentbehrlich. In ein paar Tagen gebe ich eine kleine Gesellschaft, um meine Rückkehr nach Wien zu feiern. Sie sind doch hoffentlich dabei, Mr. Clayton. Gerne. Oder möchten Sie, dass wir uns schon früher treffen? Das wäre natürlich noch besser.
So. Jetzt müssen wir nur mehr ein wenig warten. Willst du Physik studieren? Ja, Physik, Mathematik, Chemie. Und du? Du hast es ja mit der Literatur. Ich möchte Medizin studieren. Zwar eine Naturwissenschaft, aber da es um den gesamten Menschen geht, interessiere ich mich für geisteswissenschaftliche Gebiete. Also willst du ein Universalgelehrter werden? Nein, ein guter Arzt würde mir genügen. Ein elektrolytischer Vorgang. Was unterlag der Elektrolyse? Die Flüssigkeit offenbar. Glaube ich nicht. Salmiaksalz verändert sich nicht beim Durchgang von Strom. Das sind Kupferdrähte. Wenn elektrischer Strom durchgeht, entsteht bei der Berührung mit Salmiaksalz Kupfervitriol. Es färbt das Wasser blau. Tag. Gern. Ja, was habt ihr denn da für eine blaue Sauce? Unfreiwillige Elektrolyse von Kupfer als Demonstration möglicher Fehler. Sehr gut. Herr Professor. Und Sie? Ein Klassenkollege von mir, Zdenko von Klamtatsch. Ach so, so von Klamtatsch. Ja, ja, ja. Das ist der Firth of Forth in England. Mein Vater war einer der leitenden Ingenieure beim Bau der Brücke. Wir haben übrigens heute in der Fabrik die Produktion unseres neuen Haarpflegemittels angefangen. Das Problem war, Sodabasis zu mehr Schaumentwicklung zu bringen. Habt ihr nicht versucht, die Sodamoleküle mit zusätzlichem Sauerstoff zu koagulieren? Ja. Ja? Ja. Da ist ja unser Gast. Mein Sohn hat mir viel von Ihnen erzählt. Helfen Sie mir, den Tisch zu decken? Die Musikstadt Wien ist doch ein großer Betrug. In der Oper führt man lediglich einander vor, wie man im Frack funktioniert. Oscar Wilde schreibt, dass die Wiener in die Oper gehen, wie die Bauern auf den Schweinemarkt. Man kommt zusammen, um bösartigen Tratsch auszutauschen. Sie lesen Oscar Wilde? Man erfährt von ihm, dass es durchaus ein Vergnügen sein kann, unter Heuchlern zu leben, solange man sich durch souveränen Witz gegen sie wehren kann. In deiner Jacke steckt ein kleiner Zettel. Genau lesen. Noch Tee? Das ist natürlich eine hygienische Verbesserung. Bis jetzt musste man das mit Eidotter, mit Bier und mit Kräuterextrakten machen. Das ist es ja. Warum die ärmeren Leute sich die Haare ganz selten waschen. 2-3 Mal im Jahr höchstens. Es war geschehen. Es war wirklich geschehen. Zdenko empfand ein Akkord des Einklangs mit sich, der geradezu dröhnend war. Das Erste, was er deutlich spürte, war das gänzliche Fehlen jeder Verwunderung, dass seine Tante Monika hier zusammen mit einem der Engländer erschien. Der ganze erlebte Nachmittag schwankte Zdenko entgegen. Er hatte einen Klassenkollegen besucht. Dabei war er unversehens über einen Berg gegangen und dann auf der anderen Seite hinabgestürzt in ein Tal, aus dem keine Wiederkehr möglich. Unter die Einsiedler gegangen, dass du hier ganz alleine sitzt. Ich musste kurz telefonieren und da habe ich gleich... Oh, man hat also schon dringende Anrufe. Darf ich Sie mit meinem Neffen bekannt machen? Zdenko von Klamtatsch? Mr. Donald Clayton. Mr. Clayton? Clayton and Powers, die Landmaschinenfabrik in der Bleigasse? Das sind wir. Ja, dann will ich nicht weiter stören.
Außerdem muss ich... Der Anruf war offensichtlich erfolgreich. Zdenko befiel das Gefühl, als hätte er eine Schwelle überschritten. Die Schule, seine Strenge zu sich entschwanden in einer nebligen Ferne. Selbst dass die Engländer tatsächlich Engländer waren, ging ihn nichts mehr an. Als wäre aus einer Illusion, da sie nun Realität ist, Banalität geworden. Merkwürdig, dass Donald nicht auch losgelaufen ist. Manchmal glaube ich, in ihm steckt eine Angst, die ihn von allen trennt. Wir beide sind noch die Einzigen, bei denen er sich halbwegs wohlfühlt. Achtung. Danke. Vielleicht hat das alles nur mit dem Tod seiner Mutter zu tun. Ein dunkles Gefühl wandte sich in Zdenko plötzlich zum Licht. Mit schmerzhafter Schärfe empfand er die Gassen, Plätze und Häuserschluchten, durch die er hierher gewandert ist, als labyrinthartige Kanäle, als die Termitenbauten eines unabänderlichen Schicksals. Was dann geschah, wurde Jahre später von ihm noch bezweifelt. Aber es war doch unleugbar so gewesen. Ein heißer Gletscher kam in grundbrechender Explosion über ihn. Na? Äußerst empfehlenswert. Die wahren Freuden einer Ehe liegen jedenfalls jenseits des edlichen Gartenzauns. Wirst du ihn wiedersehen? Es fällt dir ein. Den Buben zu erlösen war ein hinreichend gefährliches Opfer. Kann doch kein Verhältnis mit einem Gymnasiasten haben. Und? Wie entwickeln sich die Dinge bei dir? Mit deinen Worten äußerst empfehlenswert. Aber mach dich ja nicht an ihn ran. Zdenko dachte nicht einen Augenblick daran, Frau Henriette in der erwähnten Weise wiederzusehen.
Es gibt abrupte Ereignisse, die sich nicht unter das wimmelnde Volk der Tatsachen mischen, sondern als einsam glühende Sonnen unser Dasein verändern. Er war gleichsam aus einem geheimnisvollen Auwald an einen Strom getreten, dessen Richtung unwiderruflich feststand. Das hüllte Zdenko in eine melancholische Unnahbarkeit, die ihn glücklich machte. So klar, so einfach, so friedlich, unabhängig. Der Maler heißt Otto Müller. Ich habe ihn bei einer Ausstellung der Brücke kennengelernt und mich sofort in seine Bilder verliebt. Seitdem folge ich seiner Arbeit, wo auch immer ich kann. Sag, es gibt doch im Leben eines Mannes gewisse Erlebnisse. Gewisse Bedürfnisse. Ach so. An solchen Dingen ist doch nie ein Mangel. Tabarin, Moulin Rouge, das Hotel Oriental. Solche Dinge waren das aufregende Dinge? Hin und wieder. Der Föhn hält nun schon Tage an. Das Grün schießt einem entgegen, dass es fast in den Augen schmerzt. Es gelang Donald nicht, die Grenze zum Wachsein zu überschreiten. Sein Traum hielt ihn fest wie ein Spinnennetz. Im Traum wusste er, dass er aufstehen, zum Fenster gehen und hinunterschauen musste auf das Stück Garten vor dem Fenster. Damit würde er Garten und Haus vor Schaden bewahren. Aber er vermochte es nicht, so sehr er es auch wollte. Interessiert dich so am menschlichen Blutkreislauf? Ich will Medizin studieren. Du weißt, was du deinen Eltern damit antust. Ja. Aber sag ihnen bitte nichts. Ich möchte das selber tun. Ärzte genießen kein Ansehen. Sie kommen in der Gesellschaft praktisch nicht vor. Genauso wie Mittelschulprofessoren und Schauspieler. Wer will schon in der Gesellschaft vorkommen? Es kommt darauf an, ein Gentleman zu sein, wo immer man sich befindet. Jetzt mit dem Reiten, Mr. Donald. Aus dem Prater wehen schon wahre Duftströme herüber. Ich könnte nächtelang durchspazieren. Meine Nächte sind unruhig und erfüllt von angstvollen Träumen. Während meiner Kindheit, damals waren das allerdings Tagträume. Hallucinations sind krächte Wassermassen. Wasserfälle, die vom Himmel stürzen.
das gibt sich. Es sind nur die nächtlichen Ausläufer der Kindheit. Auch ich werde manchmal noch von ihnen heimgesucht. Als Kind habe ich schreckliche Ängste ausgestanden, wenn man mich alleine in der Wohnung zurückgelassen hat. Wie findest du unseren Herrn Kwastik? Interessiert dich das wirklich? Of course. Immer, wenn ich während der Arbeit an dich denke, frage ich mich, I wonder what Monica is thinking just now. Wirklich? Gewiss. Heißt das, du sehnst dich nach mir? Donald wusste, dass irgendetwas zu geschehen hatte. Aber er befand sich in einer Lage, in einem Zugriff, der von weit her kam. Wenn er irgendetwas wollte, dann wäre das gewesen, aufzuspringen und dort hinunterzuschauen, wo die zerstörende Wassermasse auftraf. Indessen hielt ihn eine Lähmung nieder, die wie von außen kam, als sei eine Barriere quer über ihn gefallen. You finished it? Den Brief. Mhm.
Sollten wir nicht ein bisschen ausgehen? Nach dem Regen? Nach dem Regen? Ja, nach dem Regen. Certainly. Man sollte ein wenig spazieren und einen Whisky nehmen. Gefragt, warum ich so ein alter Junggeselle geworden bin. Jetzt weiß ich's. Ja? Weil Sie mir nie begegnet sind. Ich bin einfach zu früh auf die Welt gekommen. Heute ist nicht mehr viel los mit mir. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich denke, dass Sie auch heute an geeigneter Stelle durchaus für gutes Wetter sorgen können. Außer Konkurrenz ist man immer gut in Form. Ein Lebensbeisermann ist er auch noch. Ja. Unser Old Pepper ist wirklich was Besonderes. Mein Vater sagt immer, Old Pepper ist das Beste, das uns in Wien passiert ist. Ich bitte Sie. Nicht verlegen sein, Herr Kostik. Wenn man im Fahrwasser der Beliebtheit segelt, dann muss man das ertragen können. Gut, dann ergeben wir uns in unsere Lage und trinken darauf. Goodbye, alter Freund. Let's go. Guten Tag, Mr. Clayton. Guten Tag. Der Name ist Zdenko, nicht? Der junge Mann ist der Neffe von Fräulein Bachley. Na, das ist ja eine Überraschung. Robert Clayton. Zdenko von Klamtatsch. Ich glaube, wir sind uns schon sehr oft hier begegnet. Spielen Sie Badminton? Na wunderbar. Wir veranstalten demnächst ein Turnier. Da kommen Sie doch. Sehr gern, Mr. Clayton. Wegen des Regens heute Nacht ist Badminton Gott sei Dank nicht möglich. Oder höhere Einsätze, Mr. Clayton, stört mich das nicht im geringsten. Champagner unter freiem Himmel trinken finde ich geradezu genial. Scheint eine englische Sitte zu sein. Oh yes. Bei Pferderennen fließt der Champagner in Strömen auf der Insel. Naja, Champagner ist ja auch etwas Besonderes. Bismarck hat einmal gesagt, dass sich der Deutsche erst nach ein paar Gläsern Champagner auf der Höhe seines Geistes befindet. Mit einem Mord gesoffen wird überall. Eigentlich eine ziemlich langweilige Herumsteherei, nicht wahr? Ich hätte noch eine Karte für den Kinematografen drüben im Wurschtbrater, wenn Sie möchten. Mir gefällt der Garten. Das ist schon fast ein Park. Ich werde mir die Anlage etwas genauer ansehen. Grüß dich, Monika. Leonard? Darf ich dir meinen Vater vorstellen? Champagne?
gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Sie endlich kennenzulernen. Welcome. Auf die Racks, Mr. Clayton. Ich finde, wir sollten wieder einmal auf die Racks. Da haben Sie recht, Old Pippi. Das machen wir. Auf die Racks! Und Sie, Fräulein Monika? How do you feel about mountains? In der Schweiz war ich im Sommer oft im Gebirge. Aber die Racks! Die Racks! Das ist Österreich! Ich hätte eine Lösung für Ihr Problem. Wegen der Drucklegung Ihres Handbuchs über Textilchemie. Ach so. Ich habe mit Überreuter und Sohn gesprochen. Die haben zurzeit einige Kapazitäten frei. Sie könnten sofort mit dem Druck anfangen. Das ist wunderbar, Herr Kwostik. Danke. Bitte. Father? Just coming! Can I have a word with you? Ich habe mich ein wenig mit Ihrem Neffen Stenko unterhalten. Ein hübscher Kerl, nicht? Haben Sie gesehen, wie die Erboletti die Augen nach ihm verdreht hat? Er macht auf mich den Eindruck eines ernsten jungen Mannes. Er wirkt so gesammelt. Dem dürfte wohl ein unverhofftes Ereignis zugrunde liegen. Ja, ja. Sein unverhofftes Ereignis kann Wunder wirken. Es war ja nicht unwillkommen, dass Donald, er hatte etwas Migräne, nicht mitgekommen war. Heute Nachmittag war ja ein Donald von ganz anderer Art begegnet. Einer ohne den trübenden und trennenden Schleier. Einer, der wirklich anwesend war, der lebte, teilnahm und sich bewegte. Es war Robert. Eigentlich möchte ich was essen, aber wo findet man jetzt noch ein gutes Wirtshaus? Wenn Sie mit einem kleinen Imbiss vorlieb nehmen wollen, ich wohne hier ganz in der Nähe. Ich habe das Gefühl, Sie sind ein fester Halt für die Menschen, die in Ihrer Nähe sind. Fürchten Sie denn, verloren zu gehen? Während der letzten Wochen war ich etwas niedergedrückt. Sie müssen einmal aus allem raus. Mr. Robert und ich, wir nehmen Sie einfach mit auf die Racks. Es geht mir schon viel besser. Als wäre ich aus einem stehenden Wasser gezogen worden. Solche Tische hatte mein Papa in der Ordination. Wirklich netter als ein Nachtkastel. Ja, aber das kann doch nicht sein. Ich
habe diese Wohnung vor über 20 Jahren von einem Dr. Bachler übernommen. Dann habe ich als kleines Kind hier gelebt. Mr. Smith vom Stammwerk schreibt, ob Mr. Donald vielleicht nach Chifflington kommen könnte. Man bräuchte ihn für die Installation einer neuen Fertigungsanlage. Was sagst du, Donald? Want to go? It's up to you. Ich würde schon ganz gerne. Eine Ortsveränderung zwischendurch wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Gut, dann kannst du schon morgen fahren. Drüben in Chifflington habe ich mich eigentlich immer wohlgefühlt. An den Ort seiner Kindheit zurückzukehren, das kann... So etwas tut immer gut. Irgendwie eine Auffrischung. Bueno. Der junge Mann, der hat eine Schlagkraft. Ich sag's dir. Dein Neffe wird's noch mal weit bringen. Er ist auch sonst nicht ganz ohne. Meine Freundin Henriette hat ihn gesehen und aus war's mit ihr. Hat sie ein Verhältnis mit ihm? Sagen wir, sie hat ihn erlöst? Aber hat er dir das erzählt? Der Bub? Der ist verschlossen wie ein Grab. I can't see a thing. Läuft die Sache weiter? Dischny ganz behauptet, eine Liebesaffäre mit einem Gymnasiasten ist ihr zu gefährlich. Aber sie hat gestanden, es ist lange her, dass ein Mann sie dermaßen in Erregung versetzt hat. Dann ist der junge Mann hier sozusagen unausgelastet. Das war mein erster starker Eindruck von Österreich, die Bahn. Das Frappierende ist, die Gebirgslandschaft wird erst durch die Eisenbahn sichtbar. Die sind wie füreinander geschaffen, die Bahn und der Semmering. Semmering. Ja, es ist, als ob Technik und Landschaft sich gegenseitig ihr Wesen sichtbar machen würden. Exakt. Das ist es. Das ist es. Und auf einmal verschwindet der ganze Zauber. Oben. Wenn man nach der Station Semmering in den längsten von allen Tunnels einfährt. Es ist nicht nur eine Eisenbahnfahrt, es ist ein schönes Abenteuer. Mhm. Ha ha ha!
Wenn ich beim Konstruieren nicht so recht vorangekommen bin, in den Bergen habe ich immer die richtige Lösung gefunden. Und wie gefällt sie Ihnen nun, Pippi? Ausgezeichnet. Ich habe eine große Freude, dass es Ihnen beiden hier so gut gefällt. Die Rax ist sowas wie mein Hausberg. Eigentlich müsste ich ja eifersüchtig auf Sie sein. Ach ja? Warum? Naja, weil Sie das Fräulein Monika früher kennengelernt haben als ich. Das war nur ein glücklicher Zufall. Aber jetzt... Ja, was jetzt? Was jetzt? Jetzt sollten wir vielleicht weitergehen. Ich für meinen Teil habe einen Bärenhunger. Hunger, 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 Hunger. Gute Pferde haben trockene Köpfe, sagte sie sich. Sauber, nirgends die geringste Überflüssigkeit. An Donalds flachen Hinterkopf denkend, spürte sie ganz deutlich Roberts starke Wölbung. Sie begriff mit einem Mal die Attrappennatur dieses Sohnes, der vor seinen Vater wie eine angelehnte Tür gestellt war. Monika fühlte ihre Hand, wie ausgefüllt von einer Schale, die nichts weniger enthielt als das Geheimnis ihres Lebens. Unser Sohn hat mir soeben die glorreiche Mitteilung gemacht, dass er die Absicht hat, Medizin zu studieren. Aber Zdenko, in der einen oder anderen Form haben die Klamtatsch seit eh und je dem Herrscherhaus gedient. Es war doch bisher so, dass jeder Sohn seinen Vater im Rang überschritten hat. Dein Vater ist Legationsrat. Der nächste Sprung in der Hierarchie wäre die Diplomatenlaufbahn. Es tut mir leid, dass ich euren Wünschen nicht entsprechen kann. Aber ich bin fest entschlossen, Arzt zu werden. Wahrscheinlich Internist. Darf ich? Wahrscheinlich noch ein Wörtchen mitzureden. Oder wie gedenkst du, das Studium zu finanzieren? Nicht mit deinem Geld. Das mute ich euch nicht zu. Also, wie denn? Keine Sorge. Es wird sich ein Weg finden. Such dir schon mal einen mit 10. Du wirst ja sehen, wie weit du kommst. Donald fragte sich, ob er nicht in Schifflinden hätte bleiben sollen. Sein Vater hätte gewiss nichts dagegen. Was das, was ihn traurig stimmte? Plötzlich begriff er, seine Traurigkeit hatte mit Monika zu tun. Hier gab es einen Fehler. Wenn er den Fehler fand, konnte alles noch gut werden. Aber welchen? Wenn Sie schon vorfahren, ich gehe dann zu Fuß nach Hause.
Hallo? Ja? Können Sie mich bitte mit der Miss Bachler verbinden? Einen Moment, ich sehe nach. Bedauere, aber Fräulein Ingenieur Bachler ist verreist. Für einige Tage. I see. Ja. Wissen Sie, wann sie wieder erwartet wird? Man hat mir diesbezüglich nichts gesagt. Well then. Haben Sie vielen Dank. Und wann dürfen wir Sie wieder zurückerwarten? Ich denke morgen. Heute gibt's noch eine ausgedehnte Wanderung. Darf ich? Falls es nötig sein sollte, darf ich Sie am Brennerscheid zurückrufen? Natürlich. Quostik und noch etwas, sagen Sie Donald nicht, wo ich zurzeit bin. Ich möchte ihn nicht unnötig beunruhigen. Selbstverständlich. Dann noch einen erholsamen Aufenthalt. Thanks. Bis dann. Das war Ihr Vater. Er hat aus Brünn angerufen. Was macht er denn dort? Er hat sich bei Skoda die neuen Benzinmotoren angesehen. Eine revolutionäre Erfindung. Ihr Vater ist ganz begeistert. Solche Männer wie Sie und mein Vater sind mir eigentlich unbegreiflich. Immerzu sind Sie von irgendetwas begeistert. Was ist schon groß dann und Benzinmotoren? Das war doch abzusehen? Ja, ja, sicher, sicher. Das ist eben die neue Zeit. Trotzdem ist es eine tolle Sache. Sie sehen etwas blass aus, Mr. Donald. Naja, ich fühle mich auch nicht besonders. Wissen Sie, wenn man in zwei Ländern aufgewachsen ist, dann fühlt man sich nirgendwo mehr zu Hause. Ja, man wünscht sich immer an den Ort, wo man sich gerade nicht befindet. This is Donald Clayton. May I speak? Hat sich das Fräulein Ingenieur Bachler gemeldet? Nein. Wir wissen nur, dass sie zwecks Vertragsverhandlungen in die Schweiz gefahren ist. Sie. Dann werde ich morgen besuchen. Das ist das Schönste, das ich jemals bekommen habe. Ich war damals 11 oder 12. Der Moment, wenn die Lokomotive unter dem Bett meiner Eltern verschwunden ist und wieder aufgetaucht und immer wieder. Das war ein Gefühl, als ob es im Leben so etwas wie Glück geben könnte. Hm.
Mein Vater hat mir mal eine Schneekugel aus Glas geschenkt. So eine zum Hin- und Herdrehen? Ja. Und wie die gebrochen ist, da habe ich das Gefühl gehabt, es ist mehr zerbrochen als nur die Kugel. Guten Tag, Mr. Clayton. Guten Tag. Sie waren in England? Ja. Tante Monika und ich waren ein paar Mal bei Ihnen zum Badminton eingeladen. Hat Miss Bachelor auch gespielt? Nein, Mr. Robert hat sich meistens mit ihr unterhalten. I see. Dieser beinahe Fall prägte sich Zdenko merkwürdig ein. Aus einem Grund, den er nicht verstand, hatte die Nachricht von Monikas Anwesenheit auf den Engländer wie ein Tiefschlag gewirkt. Durch dieses Schwanken vermeinte Zdenko plötzlich zu begreifen, mit welcher Wucht das Leben einen Menschen gleichsam aus dem Hinterhalt anfallen kann. Ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie mit mir zu Abend essen. Die leere Villa feels like a tomb to me. Keine Ursache. Außerdem fahren wir jetzt zusammen bald nach Budapest. Mir ist diese Reise in einem ganz persönlichen Sinn willkommen. Haben Sie eine Ahnung, wann Fräulein Monika zurückkommt? Nein, da weiß ich leider gar nichts. Es ist mir zu meinem Schmerz nicht gelungen, mit Fräulein Monika einen wirklichen Kontakt zu bekommen. Ich glaube nicht, dass so etwas wirklich möglich ist. Verzeihen Sie, aber es handelt sich bei ihr doch um eine sehr autokratische Persönlichkeit. Oft glaube ich, ich sollte Wien einfach verlassen. Nach Schifflington gehen. Work in the factory over there. Das täte mir wirklich sehr leid. Also, was ich bei Skoda gesehen habe, die Leistungsstärke dieser neuen Benzinmotoren ist wesentlich höher als die der alten Dampfaggregate. Ich stelle mir das so vor, dass Sie, Herr Kwostik, den Händlern in Agram und Budapest die finanziellen Vorteile klarmachen. Und du, Donald, du trittst als Fachmann auf. Quasi als Beleg für die wissenschaftliche Kompetenz von Clayton und Powers. Über die speziellen Details muss ich mich aber noch informieren. Keine Sorge, I fill you in. Gut. Jedenfalls freue ich mich auf die Reise. Fine. I have to go now. Man braucht mich unten in der Fertigung. Mr. Donald scheint guter Dinge zu sein. Offenbar bedeutet ihm das Fräulein Ingenieur Bachler doch nicht so viel. Finden Sie nicht auch, dass Monika ohnehin ein bisschen zu alt für ihn ist? Wie soll ich sagen? Alles geht seinen natürlichen Gang. Ja. Ist Ihnen aufgefallen, dass sich Donald in letzter Zeit häufig ans Herz greift? Vielleicht ist es nur ein Reflex, aber seine Lippen haben so eine eigenartige Farbe. Das hat er von seinem Großvater. Die Ärzte nennen das leicht zyanotisch. Der alte Herr ist trotzdem sehr alt geworden. Jedenfalls werde ich darauf achten, dass er sich auf der Reise nicht überanstrengt. Have a good trip. Und wenn du in Agram bist, schau dir die Wasserfälle von Slunj an. Ich werde dran denken.
Your mother and I had our honeymoon there. Meine Schwester gibt in den nächsten Tagen eine kleine Abendgesellschaft. Möchtest du nicht mitkommen? Sehr gerne. Das wäre doch eine gute Gelegenheit, unsere Verlobung bekannt zu geben. Wäre dir das recht? Das wäre mir mehr als recht. Allerdings. Ja? Ich hoffe, du bist dir im Klaren, was ich aufgeben muss. Well, die Frau eines Industriellen kann nicht in irgendwelchen Dienstverhältnissen stehen. Das ist gesellschaftlich völlig unmöglich. Vielleicht ist es nicht für mich. Bei allem, was ich studiert und erreicht habe, ist halt ein Abschied. Ein kleiner Schmerz. Das mache ich 1000-mal gut. Und damit alles seine Ordnung hat, werde ich deinen Vater ganz offiziell, how do you say, um deine Hand ersuchen. So funny about it. Ich bin eine Frau, die über sich selbst verfügen kann. Klänge erinnern mich an die Musik einer Totenfeierlichkeit. Auf der heutigen Soiree werden wir hoffentlich etwas Lustigeres hören. Donald tat Kwostik leid. Er sah, dass hier ein Mensch in furchtbarer Weise litt. Es war Kwostik für einen Augenblick, als blicke er in eine entsetzliche Eingesperrtheit, in ein buchstäbliches, lebendig begraben sein. Na kommen Sie, gehen wir. Ich werde Ihnen Baron Gergely vorstellen. Er ist ein bedeutender Großgrundbesitzer am Ballat. Matthias, Sie wischen. Hm? Du entschuldigst uns bitte. Sie wissen gar nicht, Mr. Clayton, welche Freude es macht, jemandem aus Wien zu begegnen. Als Wiener gebe ich allerdings nicht viel her. Im Herzen bin ich doch ein Engländer. Ich habe zwar hier studiert, aber als Kind habe ich drüben gelebt.
Umso besser. Ich liebe England. Die Pferderennen, die Fuchsjagden mit ihrer Farbenfreudigkeit. Ja, und die wunderschönen englischen Landsitze. Wir haben sogar zwei davon. Brindley Hall und Pump House. Einer ist das Erbe meiner Mutter. Das ist ja großartig. Ich denke gerade darüber nach, ob ich mich nicht ganz dort niederlassen soll. Und was hindert Sie daran? Diese Landsitze haben es an sich, dass man sie nur in Zweisamkeit wirklich genießen kann. Aber da wird sich doch gewiss jemand finden lassen, Mr. Clayton. Sie sind leider schon vergeben. Es kommt oft ganz anders, als man denkt. Das war ein schöner Abend. Ja, auch was das Geschäftliche anbelangt, höchst erfreulich. Diese Lasso hat mich übrigens für die nächsten Tage zu sich und seiner Frau zum Tee eingeladen. Gratuliere. Mit der Ehe der beiden soll es ja angeblich nicht gerade zum Besten stehen. Er hat den Ruf, ein Weiberheld und Trunkenbold zu sein. Das kann ja eine interessante Einladung werden. Sind Sie mit Ihrem Aufenthalt in Wien zufrieden, Gräfin? Oh ja, es war sehr abwechslungsreich. Aber es ist wieder mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Einen schönen guten Tag, Gräfin. Ah, der junge Herr von Klamtatsch. Kommen Sie vom nachmittäglichen Ausritt? Ich wollte nur sagen, dass ich abends später nach Hause komme. Ich gehe zu einem Vortrag von Julius Tandler. Wer ist Julius Tandler? Ein bekannter sozialdemokratischer Arzt, der zugegeben sich einige Verdienste um die Volksgesundheit erworben hat. Ihr Sohn hat aber vielseitige Interessen. Ah ja, das macht uns großen Kummer. Er will partout Arzt werden. Medizin studieren wird ihm allerdings schnell vergehen. Wenn er nämlich merkt, dass ich nicht im geringsten gewillt bin, seine Flausen auch noch finanziell zu unterstützen. Es tut mir leid, Margot. Ich habe soeben einen Anruf erhalten. Ich muss dringend weg. Es geht um die Unterlagen fürs Geschäft mit dem Baron Gergely. Aber es kommt doch gleich Mr. Clayton zu Besuch. Und das Mädchen hat auch frei. Ach, Laszlo. Bleib doch da. Ich brauche nur eine halbe Stunde. Bitte, verschon mich doch mit deinen Lügen. Ich weiß doch ganz genau, dass sich wieder irgendwo eine von deinen Vertrauenspersonen erwartet. Noch überstürzt sich Gartenblust im Tale. Noch rauscht die Pappel grün ins offene Fenster. Du aber siehst schon die Gespenster, das Winterliche, Leichenfahle und Schnee trägt schon das hohe Felsenjoch. Wie Sie das Gedicht von Petefi rezitieren.
Mertmann, dass Ihnen die Verse sehr nahe gehen. Wissen Sie, ich befinde mich in einer ausweglosen Lage. Wählen Sie doch mich als Ihren Ausweg. Ich liebe Sie, beloved Margot. Vom ersten Augenblick an. Liebste Margot. Forgive me. Ich kann nicht anders. Retten Sie mich. Ich liebe Sie. Warte hier. Ich werde dich rufen. Bist du jetzt zufrieden? Mr. Cleason! Sie haben die Entstellung meiner Frau gesehen. Sie werden verstehen, dass meine Ehe keine ist. Was die Schwierigkeiten Ihres beabsichtigten Medizinstudiums anbelangt, haben Sie da schon eine Lösung im Auge? Vor dem Hotel kam mir kurz der Gedanke, dass man stets von einem Schicksal geleitet wird, das uns angemessen ist. Wenn es sein sollte, wird sich ein Weg finden. Was würden Sie dazu sagen, wenn ich Sie bei mir in Zürich mit einer Wohnung und einem angemessenen Monatswechsel ausstatte, damit Sie sich in jeder erdenklichen Freiheit zum Arzt ausbilden können? So etwas gibt es nur in Romanen und Opern. Sie ernst, Denko? Es geht mir um ein Experiment. Um die Gestaltung einer Jugend in Unabhängigkeit und frei von allen Zwängen. Was erwarten Sie als Gegenleistung? Dass Sie an Ihrem Glück nicht vorbeigehen. Der Artikel erfordert Überlegung. Gut. Sie fahren jetzt für einige Tage zu Ihrer Tante nach Kroatien. Besuchen Sie die Wasserfälle von Slunje. Denken Sie in Ruhe darüber nach, was es heißt, tatsächlich seinem Schicksal zu vertrauen. Unsere Geschäftspartner erwarten uns erst in 2 Tagen. Ich denke, Sie sollten sich ein wenig erholen. Warum? Ich fühle mich bestens. Ich habe große Lust, heute Nacht die Wasserfälle von Slunje zu besichtigen. Nein. Sie müssen sich erst einmal richtig ausschlafen.
Einen Moment noch mit den Koffern, bitte. Aber dann morgen. Schließlich ist es der Wunsch meines Vaters. Ich darf Sie doch zu den Wasserfällen begleiten, Mr. Donald. The greatest of pleasure. Mein Gott. Trinker sind immer viel menschlicher als Nichttrinker. Sie lassen mit sich reden. Wenn sie nicht mehr reden können, umso besser. Komm rein. Ich kann dir nur den brüderlichen Rat geben, endlich ans Heiraten zu denken. Ich selbst beabsichtige das Nämliche. Daher habe ich mich zum Zweck einer baldigen Verheiratung mit Fräulein Monika Bachler verlobt. Sei versichert, dass ich mich niemals zwischen dich und deinen Vater drängen werde. Ich bin sehr glücklich. Bleibe immer mein Freund. Kommt Tante Anna nicht zum Frühstück? Ah ja. Ihre Gnaden sind Ihnen disponiert. Auch gut. Dass alles vergangen war, bereitete Zdenko einen Schmerz. Die Schule, die Engländer. Er dachte sogar mit Wehmut an den Zorn seines Vaters. Geh auf dein Zimmer. Endlich begriff er, dass er ein anderer geworden war. Doch aus dem Raum, den die Agoletti für ihn bereithielt, floss ein betäubender Duft, der in ihm einen ängstigenden und schwindigen Druck verursachte. Bestellen Sie bitte Herrn Kwostik, dass ich alleine nach Slunja gefahren bin. I should be back by the afternoon.
Let's go. Stenko machte der tiefstehende Ton einen mächtigen Eindruck. Ihm war plötzlich, als sollte jetzt viel mehr noch sichtbar werden als ein bekannter Wasserfall. Als ritte er einer Entscheidung entgegen. Ja, dem größten und eigentlichen Abenteuer seines Lebens. Stenko wurde mit Staunen bewusst, dass er sich nicht fürchtete. Gleichzeitig wusste er auch warum. Es war der Wegfall jener Angst vor der Entscheidung, die er in Bezug auf die Gräfin Agoletti zu treffen hatte. Stenko meldete sich wieder die Furchtlosigkeit von vorher. Aber nun gepaart mit einem Heraustreten aus sich selbst, wie aus einer Höhle. Stenko erschrak über das Selbstvertrauen, das ihn angesichts des Toten erfüllte. Doch stand nun für ihn unverbrüchlich fest, dass er das Angebot der Gräfin ablehnen wird. Nochmals vielen Dank, dass Sie mich geholt haben. Na kommen Sie, gehen wir. Vielleicht können Sie Ihren Vater ja doch dazu bewegen, das Studium, für das Sie sich entschieden haben, auch finanziell zu unterstützen. Nein, das ist ausgeschlossen. Es ist eine Frage... Eine Frage der Selbstachtung? Das verstehe ich. Und ich habe auch Respekt davor, aber wie gedenken Sie? Es kommt gar nicht so selten vor, dass unbemittelte Studenten sich ihre Ausbildung selbst verdienen. Ich könnte mit Mr. Robert Clayton reden. Als Hilfszeichner ließe sich bei uns für Sie gewiss eine Beschäftigung finden. Glauben Sie, ich kann das? Aber sicher.
Etwas ging über Donalds Tod hinaus. Aber was? Quostik ertastete in dieser Frage viele Fäden, die sich zu einem beunruhigenden Knäuel zusammenwirkten. Der Anblick des jungen Mannes besänftigte das aufgescheuchte in Quostik, als läge in diesen entschlossenen und doch träumerischen Zügen der gelöste Knoten offen vor ihm zutage.